Hallo liebe Freunde, wir haben heute den Sonntag. Ich bin jetzt ganz spontan zu Lolli gekommen. Es war nicht geplant gewesen. Ich habe mir gedacht, du bist bestimmt Sonntag alleine. Ja. Und dann habe ich ganz spontan entschieden, dass ich dich jetzt Vormittag besuche. Oder hast du was vorgehabt? Nee, gar nicht. Gar nichts? Gar nichts was vor. Also ist doch gut, dass ich vorbeigekommen bin. Ja. Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen, jetzt habe ich auch noch geschlafen. Und da gucke ich, mein Gott, das ist ja schon 11. Aber du siehst auch gut ausgeschlafen aus. Ja. Du Lolli, ich wollte ja ein bisschen mit dir quatschen, mich mit dir austauschen. Aha. Weißt du, dass aktuell die Welt verrückt spielt? Die Welt. Die Welt. Die Welt spielt verrückt. Ja, ja, die spielt verrückt. Überall hast du Kriege. Haben sie gestern auch im Fernsehen gesagt. Die spielt ganz verrückt. Die wird wohl das dritte Urlaub machen. Meinst du dritter Weltkrieg? Ja, Krieg machen. Da haben sie Angst. Was? So junge Leute, Frauen, wo da Ansager waren, haben gesagt, hoffentlich machen sie nicht den Krieg. Was sagst du? Du hast ja den zweiten miterlebt. Was hältst du von der Situation? Naja, alles Mögliche. Das Komische ist, die Reichen werden immer reicher. Ja. Die Armen bleiben oder werden immer ärmer. Da gibt es keine Gleichberechtigung. Nee. Schwierig, ne? Ja. Eigentlich könnte die Welt so schön sein und man könnte im Frieden miteinander leben. Das ist das, dass die Reichen nicht so viele Kinder haben. Dass die Armen haben so viele Kinder. Ja. Da können sie Krieg machen. Wenn sie nicht machen, so viele Leute haben zum Krieg, dann machen sie keinen Krieg. Meinst du, das ist, weil die. Nicht? Meinst du, das ist das Problem? Das ist das Problem, wenn sie jetzt so viele Kinder haben. Und du meinst, das wollen die reduzieren? Ja, und dann müssen sie weg. Dann müssen sie weg, können sie sie nicht ernähren. Weil die Angst haben, dass die ärmere Bevölkerung weiter wächst? Ja. Wow. Ja. Du hast doch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ja, Zweiten. Würdest du sagen, dass du auch alles vergessen hast oder ist alles noch in deinem Kopf? Wir haben noch alles im Kopf. Du hast alles noch im Kopf? Ja. Wirst du niemals vergessen? Nicht weg. Nee. Die haben noch alles im Kopf. Wenn du, dass ich ging mit der Kanne Mittag holen und alles. Du gingst mit der Kanne Mittag holen? Was? Du gingst mit der Kanne Mittag holen? Mit der Kanne am da wo sie gekocht haben, draußen, haben sie ja gekocht, die Körbe, die Suppe mit Fleisch. Und da haben sie, wie viel seid ihr? Ja, 5, 6 Personen. 1, 2, 3, 4, 5. Mit der Kelle hat er denn gegeben. Ja. Ja. Und was ist dann passiert? Warum erinnerst du dich daran? Erbsensuppe. Erbsen, Bohnen. Und sowas alles gab es, und weiter nicht. Und daran kannst du dich erinnern? Ja, ja. Da war ich 8, 9 Jahre. Woran hast du gemerkt? Weil ich so einen Hunger hatte. Wir hatten so einen Hunger mit der Schwester. Wir haben beide eine Kanne angefasst. Und unterwegs haben wir schon mit Händen das Fleisch rausgenommen und gegessen, weil wir so einen Hunger hatten. Ja. Hatten es schon etwas gegessen. Hm. Mama sagt, hier ist schon Fleisch gegessen. Ja, Mama, wir hatten so einen Hunger. Ja, das glaube ich. Aber ihr solltet doch nicht essen. Wir zusammen, ich teile auf. Ja. Aber ihr wart Kinder. Schrecklich. Hattest du aber auch schöne Zeiten früher? Schlechte Zeit. Keine schöne Erinnerung? Nein. Keine schöne Erinnerung, nur schlecht. Und dann in der heutigen Zeit musst du noch mal hören, dass es bald zum Glück kommt. Das ist Gold. Das ist Gold. Die Zeit jetzt ist schön, ja. Ne? Eine Frage habe ich. Das würde mich wirklich sehr interessieren und mit Sicherheit den anderen auch. Waren die Politiker früher besser als heute? Waren die anders? Die müssten auch alles durchmachen. Die waren auch nicht besser. Man sagt ja, in den harten Zeiten werden starke Menschen gemacht. Und in guten bzw. leichten Zeiten
werden nur schwache Menschen gemacht. Du kamst ja aus einer sehr, sehr harten Zeit. Würdest du sagen, da waren alle Menschen stark? Heutzutage der, der Staat, der war immer, wer die Schule hatte und was wurde, der wurde was Hohes. Der wurde was. Mhm. Ja. Und der Arme, wo keine Schule hatten und noch so wie ich, ich hatte die Schule, aber ich müsste die Schule nehmen, dann ging es schon schlechter. Durfte ich nicht lernen weiter. Ja. Würdest du sagen, dass die Menschen heutzutage sehr verwöhnt sind? Ja, ach, wenn man geht jetzt um 6 einkaufen, da spucken sie einen Nachbar. Du hast doch am Tag Zeit einzukaufen. Aber da muss ich teuer einkaufen, habe ich gesagt. Jetzt ist alles billig. Aber wer hat dich denn angespuckt? Da, die Jugendliche. Nicht dein Ernst? Ja, haben sie so mich nicht angespuckt, aber vor dem gespuckt. Und du sagst, sie sind alle verwöhnt? Alles verwöhnt. Wie waren denn die Jugendlichen früher? Was haben die gemacht? Die haben Angst gehabt. Die haben nicht gespuckt. Hm. Die haben Angst gehabt. Die haben auch nichts gehabt. Ja, haben bestimmt auch hart gearbeitet. Ja, haben gearbeitet, dass sie bekommen ein bisschen Geld. Wenn die hast 2 Mark gegeben oder was, da haben die sich so gefreut. Oh Gott, die freuen sich so nur 2 Mark, sind nicht zufrieden. 5 Mark. Und 5 Mark gebe ich die nicht. Ja, heutzutage, es sind nicht alle so, aber viele aber haben. Viele haben keine Lust auf Schule. Arm und reich sind, die haben alle Geld. Die Arme, wo haben viele Kinder, die haben auch Geld. Warum das denn? Ja, die kriegen doch Geld vom Staat. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt, heutzutage alles wird teuer. Lebensmittel zu teuer. Das reicht denn. Wir haben, meine Mutter hat gar nichts für Kinder bekommen. Gar nichts. Jetzt kriegen sie Kindergeld und alles. Gab es das früher nicht? Ach was. Wer viel Kinder hat, der war ganz schlecht dran. Oha. Ja. Jetzt machst du mich aber sprachlos. Das heißt, diese ganzen Förderungen... Und dann muss er im Krieg. Die Mutter verliert alles. 7, 8 Kinder, die müssen... Und die sind dann groß. 15, 16 kommen aus der Schule. Da müssen sie nach Russland. Das war so früher. Ja. Wenn man es überlegt, heutzutage kriegt man ja Förderung, Kindergeld, Kita, wo man die Kinder abgibt, Schule, gibt es jetzt zig Möglichkeiten, Arbeitslosengeld, gab es alles sowas früher? Die Freunde, wo ihr sauber macht, die muss jetzt von 2 Kindern arbeiten gehen. Sonst reicht das nicht aus. Gab es das alles auch früher oder ja. Nicht? Ja. Ach was? So eine Frau, wo hat so eine Kinder, die konnten noch nicht gehen schwimmen oder was. Ihre Kinder gehen schwimmen und die gehen die andere Sprache lernen, alles. Weil sie arbeiten geht sie, so viel Geld hat sie. Konntet ihr früher die Kinder abgeben, um arbeiten zu gehen oder musste jemand aufpassen? Nein, aufpassen. Musste die Familie selber auf die Kinder aufpassen? Ja. Konntest du nicht woanders abgeben? Ja. Kindergarten, gab es Kindergarten früher? Nein, gab kein Kindergarten. Ich musste aufpassen. Ich musste Teller abtrocknen. Die Mutter hat das abgewaschen, alles, und muss dem Vater helfen gehen in der Arbeit. Hm. Ja, musste ihm helfen. Immer. Heutzutage gibt es ja Züge, Autos, Motorroller, alles Mögliche. Ja, gab's das nicht. Wie habt ihr euch denn fortbewegt? Meine Schwester war 14, die musste immer aus der Schule kommen, schnell Mittagessen und dem Vater helfen. Wie weit bist du denn gegangen zur Schule zu Fuß? 14. Nee, zu Fuß. Wie weit war die Entfernung zur Schule? 5 Kilometer. Zu Fuß? Ja, zu Fuß. Jedes Mal zur Schule? Ja. So abgeschnitten waren wir 3. 3, weil wir über Feld und Gräben gingen. Ja.
heute alles. Züge, Busse gibt es ja heutzutage alles. Ja, wir konnten uns kein Billett kaufen. Das war zu teuer. Was denn kaufen? Kein Flugzeug. Fahrkarte. Keine Fahrkarte. Mutter hat kein Geld. Wie sah es denn aus mit Schulsachen, Stifte und alles? Alte Schulsachen, wo die Reichen nicht mehr wollten, die haben wir bekommen. Ihr habt so haben wir aufgepasst. Oh, Sache, kriege ich von dir die Schule? Ja, bekommst. Wow. Ja. Dann haben die Reichen aufgepasst, die Armen gegeben. Ach, die waren, haben dann abgegeben? Ja, die haben sie abgegeben. Das heißt, ihr habt immer gebrauchte Sachen bekommen? Ja. Und Sachen haben wir einen reichen Bauer gehabt, der hat 7 Kinder gehabt. Ja. Der hat sogar ein Auto gehabt. Aus dem Dorf war er der Reichste. Und die haben uns Sachen gegeben. Wir waren 5 Kinder. Die haben uns immer die Sachen gegeben. Wir hatten. Aber der Vater wollte nicht, dass wir sie tragen, weil die über dem Knie waren. Hm. Heutzutage ist alles verschwenderisch. Man zieht ein paar Mal an und dann schmeißt. Schön warm, nicht? Dankeschön. Heutzutage, man zieht was an und dann schmeißt man weg und kauft sich neue Sachen. Darf ich fragen, hast du dir immer neue Klamotten gekauft? Ja, im Herbst haben wir neu. Ja? Hat die Mutter immer neu gekauft. Im Herbst? Im Herbst. Reicht dir heute die Rente aus? Mir meine Rente? Sei ehrlich, weil ich möchte das wissen. Kannst du dir damit Essen kaufen, neue Klamotten kaufen? Kannst du ganz normal leben? Ja, dann muss ich sparen. Ja, ich muss zählen. Also reicht dir das nicht aus? Kaufst du dir immer neue Klamotten oder geht nicht? Überhaupt nicht. Ich trage viele alte. Jetzt heute? Ja. Darf ich fragen, wie alt der Pulli ist? Der ist neu. Wie alt ist der ungefähr? Wie lange hast du den? Ja, der 3 Jahre, 4 Jahre. 3, 4 Jahre? Ja. Freunde, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber ich trage viele, die trage ich alte Sachen. 3 Jahre, 4 Jahre, schöne Sachen. Ich bin sehr sparsam. Ja. Ja. Musst du wirklich... Ich kann lange tragen. Musst du jeden einzelnen Cent zählen, womit du ein Essen kaufen kannst? Nein, nein. Ich nicht. Also reicht dir es aus? Ja, reicht es aus. Okay. Heutzutage, man hat ja Strom, man hat ja einen Backofen, eine Waschmaschine. Wie habt ihr das früher gemacht? Mit der Rubbel. Mit der Hand habt ihr gewaschen? Immer? Immer, die Mutter auch. Und wie habt ihr gebacken? Ja. Habt ihr einen Backofen gehabt früher oder wie habt ihr es gemacht? Ja, in jede Küche war ein Ofen. So ein Ofen. So eins oder etwas anders? Anders. Wo du Holz gebrannt hast. Holz? Holz. Okay. Schön heiß gemachtes Holz, ja. Rausgenommen und dann den Kuchen gebacken. Mit Holz? Mit Holz. Okay, habe ich noch nie gesehen. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Ja. Wie es früher war und wie es heute war. Ja. Gab es bei euch früher auch sowas wie, wie nennt man das? Habe ich lange nicht mehr gesehen. Hier gab es sowas wie Eiermann, der immer mit einem Auto gekommen ist und dann früh morgens Eier verkauft hat. Ja. Wie war es bei euch? Ja, wir hatten Hühner. Frische Eier. Ja, wir hatten unsere 15 Hühner und wir konnten auch Eier verkaufen. Wow. Ja. Ja, eigentlich ist es auch am besten, ne? Du weißt, wo das Essen herkommt. Ja. Hier war der Backofen. Ja. Und unten war die Holzkohle. Ja. Und das wurde dann warm gemacht und dann der Kohle raus, ja. Und dann wurde gebacken. Ah. In jedem Haus so. Okay. Konnten wir Brot backen. Aber das so ein Gerät war bestimmt Luxus. Ja. Oder hatte das jeder oder war zu teuer? Was? Hatte jeder so einen Backofen oder war das schon jeder, teuer? Jeder hat einen Backofen. Okay. In der Küche. Das ist interessant, diese Vergleiche. Ja. Heutzutage, man sagt ja, Tiere
Alles wird gespritzt mit Medikamente, die müssen schneller wachsen, dann werden die geschlachtet. Ja. Ist ja ungesund. Ja, ungesund. Wie war das früher? Wie lange hast du gebraucht oder habt ihr gebraucht, dass ein Schwein geschlachtet wird? Ein Jahr. Habt ihr das Schwein behalten? Ja. Hat der auch Medikamente bekommen oder so, dass er schnell wächst? Nein, keine Spritzen. Keine Spritzen. Das heißt, der wurde artgerecht gehalten. Ja, vielleicht nur so Getreide, was das Schwein kriegt, alles dreimal erfressen. Ja. Und mit Kartoffeln gemischt. Und dann hat es, wenn es jetzt ein Zentner hat, zwei Zentner, dann wurde das geschlachtet. Aber warst du nicht traurig? Ein Jahr hast du dich um das Schwein gekümmert und danach umbringen? Nee, waren wir nicht traurig. Nee. Wir wollten essen, wir waren Hunger. Ja. Schon fett. Der Vater hat so eine Tonne gehabt, da hat er mit Salz, feste Salz, und da war durch, vielleicht eine Woche mit Salz, und dann rausgenommen und dann aufgehangen, und jeder hat eine Räucherkammer gehabt auf dem Boden. Okay. Arbeiter, eine Räucherkammer. Und dann haben wir geräuchert, das Fleisch. Mm. Wie sah es aus mit Hühnern? Wie lange habt ihr die so aufbewahrt? Habt ihr die nicht umgebracht? Hähnchen? Ja, haben wir alles geschlachtet. Habt ihr auch? Ja, alle geschlachtet. Und wie lange habt ihr so drauf gewartet bei den Hühnern? Ja. Wie lange habt ihr da gewartet, bis ihr die schlachten konntet? Wie wir gefuttert haben. Wenn wir haben viel gefuttert, dann ist es schnell gewachsen. Mm. Und wenn es wenig, dann... Wie lange ungefähr dauert das bei einem Huhn? So 2 Monate. Oh, das ist nicht lange. Ja. Interessant. 2 Monate. 2 Monate. Und die Hühner, wenn sie gefedert haben, verloren die Federn, ja, wurden sie auch geschlachtet. Warum das denn? Ja, Federn. Hat das eine Bedeutung? Ja. Was bedeutet Im das? Im Herbst verlieren die Hühner die Federn. Und dann ist das ein Zeichen, dass man die schlachten kann? Ja, dann ist es die Zeit, Federn bekriegen sie neue Federn und wachsen oder keine. Ah. Ja, ja. Cool. War auf jeden Fall wirklich interessant, diese Vergleiche. Das Tolle ist, ich kann ja mit dir darüber reden. Du kennst die Zeit von früher und von heute. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Freunde, ich hoffe, euch haben diese Vergleiche ebenfalls gefallen. Also, wenn ihr Lust habt, weitere von diesen Vergleichen zu hören oder wenn ihr andere Ideen habt, die ich mit Lotti besprechen kann, schreibt es in den Kommentaren und wir beschnacken das. Ne? Die Mutter hat auch geschlachtet. mit dem Kopf auf dem Kloß, der Kopf weg, das Blut aus und da wurde sie geschlachtet. Ich habe sogar Kaninchen geschlachtet.